unvergessliche Detektiv-Conan-Episoden. Welche das sind, erfahrt ihr nach dem Intro. Kommen wir mal, Leute, was geht ab? Ich bin's, Kaido Ake, und ich begrüße euch alle ganz herzlich zur 6. Ausgabe von unvergesslichen Detektiv-Conan-Episoden. Heute geht es in erster Linie um Sonoko Suzuki, das Ganze in Episode 746, Kaito Kid vs. Makoto. Wer das Ganze von euch nachlesen möchte, hat die Möglichkeit dazu im Band 82, Kapitel 862 bis 864, ja. Sonoko schwärmt ja immer über Kaito Kid, wie toll er ist, wie majestätisch er immer probiert Sachen zu klauen, wie er immer davonkommt. Er liebt die Gefahr, er ist ein typischer Frauenschwarm. Makoto ist ja sozusagen der Freund von Sonoko und der natürlich etwas dagegen ist, vielleicht ein bisschen eifersüchtig, aber wir kennen es, wenn dann natürlich die Geliebte immer über eine andere Person redet, dann ist das nicht so die feine englische Art. Also dachte sich Makoto, pass mal auf, ich werde Kaito Kid schnappen. Es geht nämlich wieder mal um eine Ausstellung, Jirokishi will ja auch immer Kaito Kid schnappen. Und deshalb hat er diesmal einen Stein ausgestellt, nämlich den Green Emperor. Und diesmal gab es kein Drumherum, keine Sicherheitskräfte und so weiter und so fort, denn dieser Green Emperor wurde nur von Makoto beschützt. Makoto ist ja ein Meister im Karate, das heißt für Kaito Kid ist es sehr, sehr schwer, sich erstmal heranzuschleichen, weil ja keine Leute quasi um ihn herum sind, ja, dessen Identität er nehmen kann. Das heißt, es ist wirklich so eine Art Zweikampf und Makoto ist auch sehr, sehr klug und kann so Sachen erkennen. Das heißt, selbst wenn Kaito Kid die Möglichkeit in Erwägung ziehen sollte, sich als Sonoko zu verkleiden, würde es doch Makoto auffallen. Ein mega geiler Fall, gerade diese Spannung zwischen Makoto und Kaito Kid. Unglaublich, auf jeden Fall eine unvergessliche Anime-Episode und eine absolute Empfehlung meinerseits. Es geht direkt weiter mit der Episode 748, Love Story im Polizei-Hauptquartier. Wer das Ganze nachlesen möchte, im selben Band, also 82, Kapitel 869 bis 871. Neben der Spannung und neben einen relativ lustig angehauchten Zweikampf um ein Mädchen mag ich aber auch die traurigen Seiten von Detektiv Conan, die traurigen Seiten des Lebens, wo man dann doch wieder denkt, okay, es ist Slice of Life, wo man sich so identifizieren kann, wo man sich hineinversetzen und ganz wichtig hineinfühlen kann, und ich muss wirklich sagen, bei dieser Folge kamen mir die Tränen. Es geht zwar hauptsächlich um Sato und Takagi, wie es zwischen ihnen weitergeht, wir haben ja auch eine Vision von einer Hochzeit, aber ich finde es viel trauriger, dass es um Toshinari Shiga geht, denn er sucht immer eine Straße und legt dort Blumen hin. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass eine Person, die ihm sehr, sehr nahe stand, ums Leben gekommen ist. Und am Ende wird immer mehr klar, und es gibt eine Person, die auf jeden Fall zwangsläufig dazu beigetragen hat, dass eine geliebte Person ums Leben gekommen ist. Und ich finde, ganz ehrlich, Selbstsuizid sollte man niemals anstreben, aber diese Person hat zum Schluss dann doch letztendlich das bekommen, was sie verdient hat. Ja, und ich muss wirklich sagen, meine lieben Leute, gönnt euch das am Wochenende, wenn es ein bisschen dunkler ist, ja. Nehmt euch eine Packung Taschentücher mit, damit ihr euch schön eure Tränen wegwischen könnt. Vielleicht noch eine Tüte Popcorn. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr emotionale Folge. Und ich muss wirklich sagen, mit Abstand nochmal betonen, meiner Meinung nach einer der emotionalsten Folgen überhaupt. Eine wahre Empfehlung. So, meine lieben Leute, jetzt kommen wir schon zu der letzten Episode, ist ein Dreiteiler, um genau zu sein, der heutigen Ausgabe, unvergessliche Anime-Episoden, und ich würde sagen, das ist ein würdiges Finale. Fängt an in Episode 754, es geht weiter bis zur Episode 756, und man muss wirklich sagen, die Tragödie der roten Frau ist extrem gut, denn wir haben erstmal ein paar Splatter-Elemente dabei, es ist also auf der einen Seite sehr, sehr brutal, wir haben meiner Meinung nach, ja, jetzt keine ausgefallene Story, aber die Story ist gut erklärt. Es geht quasi darum, dass Masumi, ja, gefragt wurde von anderen Leuten, ob sie vielleicht, ja, sich einer Sache annehmen kann. Aber Masumi wurde mit der Sache nur vertraut, weil ihr Bruder Chokichi eigentlich dorthin kommen sollte, ja. Chokichi konnte aber leider nicht, also ist das Ganze zu Masumi weitergetragen worden, weil er natürlich seiner Schwester vertraut. Die Rotzlöffel und Ran sind natürlich auch dabei und es wurden Geschichten erzählt. Es war eine Gruppe, eine vertraute Gruppe, aber es sind immer mal wieder Leute im Wald verschwunden und so machte eine, ja, Geschichte die Runde. Und zwar, dass sich eine Frau, die damals eigentlich gestorben ist, ihr Unwesen treibt und einige Leute umbringt. Und diese Frau sollten wir auch zu Gesicht bekommen. Wie gesagt, es sind auch herbe Jumpscares dabei, ja, wo viel mit dem Wetter gespielt wird. Eine düstere Atmosphäre wird aufgebaut. Wir haben noch Yamoto dabei, ja. Wir haben noch Komei dabei. Das heißt, wir haben krasse Polizisten. Es ist wirklich sehr, sehr spannend erzählt. Viele gute Elemente vereint. Und ich muss wirklich sagen, ein Dreiteiler.
Scheiß auf irgendwelchen Filmabend oder sonst was. Das ist auf jeden Fall ein wirklich krasses Finale. 3 Folgen, pure Spannung. Man muss wirklich sagen, ein geiler Spannungsaufbau. Es fängt direkt gut erzählt an. Man kann sich mit der Story anvertrauen. Es ist eine eingängige Story. Das heißt, man ist sofort im Bilde und es ist extrem gut umgesetzt. Und man fragt sich natürlich, okay, was ist denn mit der roten Frau? Ist sie wirklich da? Ist es vielleicht eine andere Person? Kommen vielleicht die Schatten der Vergangenheit? Hat vielleicht doch irgendeiner Dreck am Stecken? Man weiß es ja immer nie so genau. Die meisten Leute, die Dreck am Stecken haben, sagen natürlich, sie haben keinen Dreck am Stecken. Aber mehr möchte ich auch nicht sagen. Im Anbetracht der gesamten Elemente, die ich gerade aufgezählt habe, einer der besten Dreiteiler überhaupt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie fandet ihr die Auswahl der heutigen Episode? Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure absoluten Lieblingsfolgen sind. Würde mich ja auf jeden Fall brennend interessieren, würde mich auch extrem freuen. Und ich würde sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.